Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ghost hat gestern auf der Need for Speed Twitter Page einen neuen Screenshot gepostet zum neuen Need for Speed logischerweise. Grundsätzlich sieht man auf dem Bild erstmal einen Skyline mit einer Skyline im Hintergrund. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben eine richtig krasse Theorie zum neuen Need for Speed. Vergesst ohne Scheiß alle, von denen ihr vorher gehört habt. Wir wissen, was wirklich dahinter steckt. Wie man ja auf dem Bild sehen kann, ist da sehr, sehr viel weiß und auch noch so ein wenig braun. Das wurde von den meisten immer als Dreck interpretiert und damit liegen die ganzen Missiles auch gar nicht so falsch. Aber das komplette Setting von der Map haben die überhaupt nicht gerafft. Das ist total anders. Denn das neue NFS wird nicht in Las Vegas, sondern Safe Call in der motherfucking Arktis spielen. Bam, Alter, wie geil ist das bitte, Leute? Sowas gab's noch nie. Und so ein paar Hirnlose fragen sich jetzt, wie wir auf die Arktis kommen. Ganz einfach. Wenn die Arktis in der Zukunft durch die Erderwärmung anfängt zu schmelzen und der Boden freigelegt wird vom Eis und Dreck aufgewirbelt wird, kommen diese Rauchwolken zustande, die man auf dem Screenshot sehen kann. Wenn sich jetzt noch einer fragt, yo, und was ist mit den Gebäuden? Was zum Fick haben die in der Arktis verloren? Erinnere ich euch daran, dass das neue NFS in der Zukunft spielt. Bis dahin hat die Menschheit aufgrund von Bevölkerungswachstum die Arktis schon längst bevölkert. Und es hat sich eine neue Metropole gebildet. Ein weiteres Indiz, das auf die starke Erderwärmung hindeutet, ist die starke Sonne in dem Screenshot. Ich meine, gönnt euch einfach mal, wie viele Sonnenstrahlen da sind. Das ist einfach zu heftig. Die Leute von Ghost haben ja selbst in einem Forenbeitrag eine Bright Future für Need for Speed angekündigt. Das ist einfach der Beweis, Leute. Am Ende kann man einfach nur noch betonen, wie krass das Spiel wird. An dieser Stelle nochmal richtig heftiges Lob an die Jungs von EA und Ghost, die sich so ein extrem geiles Setting ausgedacht haben. Und so gut versteckt, dass wirklich nur die schlausten Füchse das raffen. Aber warte mal, Yannick. Holy shit. Siehst du das auch da? Alter, guck mal dahin, wo die Heckreifen des R34 wären. Oh shit, Mann. Ist es das, was ich denke? Ja, Mann. Fidget Spinner. Fucking Fidget Spinner Felgen. Oh, mein Gott. What's up?